Als ich 16 war, lebte ich mit meinen Eltern und meinem Bruder in einer Wohnung im 4. Stock. Jede Nacht hörten wir von draußen ein verrücktes Lachen. Zuerst dachten wir, dass es vielleicht ein Nachbar sein könnte, welcher sich um eine kranke Person kümmert. Also machten wir uns keine weiteren Gedanken. Eines Nachts hörte ich das Lachen erneut. Es war bereits nach 11 und meine Familie schlief. Ich kletterte aus dem Bett, ging zum Fenster und konnte nichts erkennen. Jedoch hatte das Lachen aufgehört, sobald ich ans Fenster getreten war. Ich fand das Ganze etwas merkwürdig, legte mich jedoch wieder ins Bett und schlief. Später musste ich um etwa 4.30 Uhr ins Bad. Das Bad grenzte an den Flur im Erdgeschoss an. Aus dem Badfenster konnte man auf ein großes Feld sowie einen Parkplatz schauen. Nachdem ich fertig war und mir gerade die Hände wusch, hörte ich das verrückte laute Lachen erneut. Es hielt etwa 30 Sekunden lang an. Es klang, als würde die Person überhaupt nicht müde werden. Manchmal musste er zwischen dem lauten und langanhaltenden Lachen kurz zu Atem kommen. Ich schaute aus dem Fenster und sah eine Gruppe von etwa 5 Hunden, die sehr aufgeregt schienen. Als die Hunde sich bewegten, fühlte ich plötzlich Angst in mir hinaufkriechen. Dort war etwas. Ein anderer Hund. Ich glaube, es war ein Hund. Es hatte den Körper eines Hundes und auch Pfoten, doch das Gesicht war anders. Es hatte ein menschliches Gesicht und starrte mich an. Nachdem es mich etwa eine Minute lang angeschaut hatte, begann es langsam zu lächeln und dann zu lachen. Es war dasselbe Lachen, das wir schon so häufig gehört hatten. Ich rannte zurück in mein Zimmer, doch ich konnte nicht mehr schlafen. Am nächsten Morgen erzählte ich meinen Eltern und meinem Bruder, was passiert war. Sie dachten, ich hätte einen Albtraum gehabt. Ich sagte, ich schwöre es euch, es war kein Traum. Doch sie glaubten mir nicht. Stattdessen lachten sie über mich und ignorierten es. Es hatte sich so echt angefühlt. Ich weiß, dass es zu 100% echt war. Doch die nächsten paar Tage vergingen, ohne dass ich etwas hörte. Eines Tages war es draußen besonders dunkel. Ich hatte mir beim Schwimmen eine Erkältung eingefangen. Also waren meine Eltern und mein Bruder ohne mich zum Einkaufen gefahren. Es war 9 Uhr abends und ich wollte für einen Moment mit dem Hund rausgehen. Wir kamen an einem verlassenen Haus in meiner Straße an, als mein Hund sich plötzlich in einem Busch versteckte. Es war, als hätte etwas seine Aufmerksamkeit erregt. Ich rannte ihm hinterher und musste unter einem Zaun hindurchkrabbeln, um ihn wieder einzufangen. Während ich dort entlang kroch, verletzte ich mich am Knie. Trotzdem freute ich mich, als ich meinen Hund wieder in den Händen hielt. Doch als ich hochschaute, sah ich dieses Ding wieder. Der Hund mit dem menschlichen Gesicht. Wir schauten einander direkt an. Es hatte leuchtend grüne Augen, definitiv menschliche Züge und eine Glatze. Ich schrie und hörte sofort wieder das verrückte Lachen. Dann rannte ich mit meinem Hund nach Hause. Nun, mittlerweile bin ich 18. Und bin mit meiner Familie in eine andere Stadt gezogen. Ich habe keine Ahnung, was dieses Ding gewesen sein könnte und warum ich es zweimal gesehen habe. Doch ich bin froh darüber, dass es bei diesen beiden Begegnungen blieb.